Da sind die besser. Die Mörserdinger sind gegen Türme awesome. Was sollen denn mir eigentlich diese Dinger hier die ganze Zeit sagen? So, voll geupgradet. Prepare for the incoming enemies. Prepare for the incoming enemies. Yes, GLaDOS, I shall do Don't let that. the raiders push you back. Use all the oil you can gather to hold them off. Ja, werde ich gerne versuchen, Papa. Upgrade of towers is recommended. To Ja. make towers more powerful, enter construction mode. Ich weiß nicht Click genau, the woher die upgrade kommen button. und ob sich das gerade lohnt, was ich hier If tue. all towers are upgraded at once, the platform will be left defenseless. Okay, Upgrades sorgen dafür, dass man den Turm gerade nicht benutzen kann. Überraschung an dieser Stelle. Absolute Überraschung. Ist nicht gedacht. Aber ich upgrade einfach mal möglichst gleichmäßig, weil ich überhaupt nicht beurteilen kann, woher die kommen. Und ich schicke die mal. Ich verteile die mal ein bisschen. Das scheint mir sinnvoller. Okay, da drüben kommen sie jetzt. Ist die Frage, ob die durchfahren. Ja, die fahren durch. Ich will halt nicht, dass irgendwas ungedeckt ist und die einfach dran vorbeifahren, weil ich dann darauf angewiesen bin, mehr oder weniger dynamisch darauf zu Press reagieren. space to quickly jump to the current action point. Okay. Ich muss das ziemlich dynamisch entscheiden. Während die sich bewegen, kann ich sie natürlich nicht verschieben. Versteht sich? Das heißt, ich sollte das ein Stück weit vorher entscheiden, wie ich verschieben will. Gibt es hier Shortcuts? Yes! Wir haben Shortcuts. Coole Sache. Wäre auch seltsam, heutzutage noch ein Spiel rauszubringen, was keine Shortcuts bringt. Hier wird nochmal ein Turm geupgradet, nämlich der gerade gekillt wird, in der Hoffnung, dass es den Killprozess aufhält. Und hier muss ich 100% darunter schicken. Los, los, los. Alles darüber, alles darüber. Da muss noch ein Turm-Upgrade hin. Hier kommt ein neuer Turm her. Leute, ich habe euch hierher geordert. Los. Das war jetzt vielleicht nicht so ganz so clever, weil da drüben kommt ziemlich viel. Und die greifen auch direkt da oben an. Ich brauche mehr Upgrades. Ich würde das ja so gerne alles reparieren können. Kann ich aber nicht. Okay, die verschiebe ich schon mal wieder nach innen. Ich brauche überhaupt erstmal wieder Türme hier oben. Ah, genau, richtig verschoben. Gute Sache, Glück gehabt. Und auch direkt upgraded. Vor allen Dingen in den Plattformen upgraden, wo nichts ist, oder scheinbar nichts ist im Augenblick. Weil da können die in Ruhe gebaut werden. Und sind dann besser vorbereitet, sobald es soweit ist. Okay, so langsam wird es spannend. So langsam fängt es an, hier spannend zu werden. Ich würde mich ja gerne auf das Spektakel ein bisschen konzentrieren. Das ist überaus unübersichtlich, was hier, wer hier gerade überhaupt die Überhand hat. Ob überhaupt irgendjemand die Überhand hat. Oberhand, Verzeihung. I don't know. I'm not sure. So, hier wird jetzt dickstens alles geupgradet, was ich upgraden kann. Die Musik nervt mich an dieser Stelle. Ich bin kein. Nee, nicht mein Fall. Einfach nicht mein Fall. Wirklich nicht. Piece of junk flying over the canyon. Okay. Unlike naval units, flying units can reach any target as there are no obstacles for them. Okay, das sieht ja wahnsinnig cool aus, aber ich will eigentlich nicht aus der Luft angegriffen werden. Womit auch die Richtung schon wieder automatisch schnurziger ist, aus welcher sie kommen. Okay, ich verschiebe mal 100% hier runter. Weil das wird sowieso die ganze Zeit nachgebaut und sobald mein Production Speed wieder oben ist, haue ich den hier oben drauf.
da schön nachproduziert, weil hier drüben kriege ich nur diese Mörserboote und hier kriege ich nur die Speeder. Das hätte man irgendwie gleichmäßiger machen können, meiner Meinung nach. Oh fuck! Das Ding greift meine Ölplattform an. Oh, 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 fuck. Kann ich das jetzt noch verhindern? Ich hoffe es. Wahrscheinlich habe ich jetzt vollkommen überreagiert und schicke zu viel darunter. Dammit. Ölplattform verloren. Okay, das hier wird geupgradet. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass danach der Schaden verschwindet. Nein, tut er nicht, aber sie hören auf anzugreifen aus irgendeinem Grund. Wow! Wow! Rastet mal aus! Wo fahrt ihr hin? Kann ich nachvollziehen, wo ihr hinfahrt? Nein, ich kann das überhaupt nicht einsehen, wo die hinfahren. Oh, das ist schlecht. Wo fahrt ihr hin? Ich will wissen, wo ihr hinfahrt. Fahrt ihr hier hin? Oh mein Gott, los, kommt schon an. Oh nein, die kommen da drüben an. Damit. Okay. Okay, nein, 100%. 100% da hoch. 100% hier hoch. Hier kann ich nichts mehr upgraden. Alles geupgradet. Das muss jetzt halt einfach ausreichen. Hier kann ich noch was nachziehen. Das wird getan. Und upgraden kann ich hier sehr wahrscheinlich. Und neu bauen muss ich. Jesus. Wie sie mich zerreißen. Oh. Stop that! Stop it! You're hurting me! No! Stop killing my shit! Asshat! Los! Fahr dahin! Okay, ich brauch 50% von euch hier drüben. Mindestens. Besser mehr, aber ich will mich hier nicht so auf eine Seite einschießen, weil das irgendwie so ein bisschen blöd ist, das zu tun. Also verteile ich selber 50-50, wenn das Spiel schon nicht automatisch 50-50 verteilt. Mache ich es halt eben. Ich möchte auch fliegende Einheiten. Hallo, was ist denn da los? Was ist denn das jetzt hier für ein Käse? Und hiervon verschiebe ich auch mal wieder 50%. Ich weiß nicht, ob ich hier unten in die Mitte will. Ich verschiebe die mal hierher. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Wow, diese Dinger sind verdammt stark. Mach's kaputt. Wie kann denn sowas gegen Maschinengewehrfeuer so lange überleben? Was ist das denn? Das ist ein Bunker, for God's sakes. Immerhin macht es keinen Schaden, wenn es runterfällt. Ich hasse Spiele, wo Dinge, die runterfallen, Schaden machen und dann immer genau auf mein Zeug fallen. Okay, das wird jetzt wieder auf meine untere Plattform. Was? Okay, die wollen mich nicht angreifen, die wollen mit mir reden. Oh, of course. Alrighty. Dann schauen wir mal weiter, wie sich die Geschichte, die packende Geschichte weiterentwickelt. Währenddessen schenke ich mir ein bisschen Wasser ein. So. Puh, stuff happened. A lot of stuff happened. Wahnsinn. Okay. Burn the trash. Ich darf jetzt auch Zeppeline haben. Cool. Neu-Venedig. Okay. Der Zeppelin-Dude ist gerade zu uns übergetreten. Und ich, Kevin, das ist ernsthaft, das ist unglaublich. Was für eine beschissene... Sorry an alle Leute, die Kevin heißen. Direkt sorry. Liebe Leute, ernsthaft, ich habe nichts gegen euch. Nicht wegen eurem Namen, aber ganz ehrlich, das ist ein Science-Fiction-Spiel. Das spielt irgendwie in der Zukunft. Und der Name, der unser Protagonist hat... ist Kevin. Nicht irgendwie Lord Rumpus oder sowas. Nein, er heißt Kevin. Ja? Das muss ich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Indeed. Ich finde es komisch, dass der Mensch Kevin heißt.
He will show us where the Raiders base is located in exchange for his life and barrels of oil. It's been long since I've tried to spot their so-called new Venice in piles of garbage. We can't miss this chance. Go there and finish off Raiders. Dann schauen wir, wo sind denn überhaupt die politischen Strukturen und so? Ich finde das ganz seltsam irgendwie. Oh, okay, wieder was Neues zu tun. Das hätten wir mal früher sagen können, lustigerweise. Was habe ich hier unten? Was jetzt? Das ist mein Zeppelin, ne? Oh yeah, Mr. Zeppelin! Ah, und wenn ich von allen Plattformen schicke, warten die aber nicht aufeinander, sondern fahren trotzdem plattformsweise da einfach hin. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen ineffizient. Ganz minimal schwerst ineffizient sogar. Okay. Ich kann demoralisieren. Ich sollte überall in einen Punkt erstmal rein investieren und die passiven Fertigkeiten mitnehmen. Das wird jetzt mein erster Weg. So. Weil das Passive ist, denke ich, gar nicht so unerheblich. Zumal die nicht geupgradet sind, meine aber schon. Und Upgrades sind immer besser gegen ungeupgradete Einheiten. Das wissen wir ja nun schon sehr lange. So, scannen kann ich auch schon, dann gucke ich doch einfach mal, was hier drüben so abgeht. Oh wow, das ist voll. Was habt ihr denn da so? Aber keine Türme, nur Schiffe. Okay. So, das hier wird jetzt erobert. Hier schicke ich nochmal 50% darunter. To select all friendly platforms, press 0. Okay, 0 ist alle Plattformen. Cool. Okay, es gibt einen eigenen Shortcut für die am schwächsten verteidigste Plattform. Ich bin beeindruckt. Das ist clever. Das ist verdammt clever sogar. Wow. Wow. Okay, mein Zeppelin darf ich nicht einsetzen, der soll überleben offensichtlich. Ich soll die Produktionsplattform einnehmen, diese und diese quasi. Und dann scanne ich mal hier oben rein. Und da schicke ich jetzt meine Flotten von hier. Und werde die dann demoralisieren mit dem Upgrade, was ich habe. Und mache die gerade alle noch ein bisschen schneller. Und lass hier mehr und schneller bauen, weil ich jetzt gerade angegriffen werde, ich Honk.